Das hier ist keine Party. Es ist die Beerdigung der kleinen, hübschen Victoria, ein lebensfrohes, aufgewecktes Kind. Sie liebte die Geschichten der Eiskönigin Elsa. Frozen war Victorias Lieblingsfilm, darin konnte die Kleine abtauchen. An ihrem 10. Geburtstag will sie eigentlich nur feiern, aber sie wird gequält, ermordet. Dafür verantwortlich ihre Mutter, die bei den eigenen Eltern, Victorias Großeltern, auch noch auf Verständnis hofft. Du weißt, wie gut es Victoria bei mir hatte. Wir sind geschockt. Was zur Hölle ist in dieser Nacht passiert? Victorias Mutter lädt eine Internetbekanntschaft nach Hause ein. Der 31-Jährige bringt seine Cousine mit. Doch statt den Geburtstag des kleinen Mädchens zu feiern, beginnt dessen qualvoller Leidensweg. Die drei betäuben die 10-Jährige mit Drogen. Dann vergewaltigt Fabian Gonzalez das Mädchen. Ihre eigene Mutter schaut zu. Das wird sie später aussagen. Victorias Großeltern sind erschüttert. Nur mit der Unterstützung einer Freundin können sie das Interview geben. Ich muss immer daran denken, welche Schmerzen Victoria ertragen musste und bis zu welchem Punkt sie alles mitbekommen hat. Doch die grausame Tat endet nicht mit der Vergewaltigung. Hinter verschlossenen Türen würgen sie das wehrlose Kind, stechen dann mit einem Messer auf Victoria ein. Die Mörder zerstückeln ihren kleinen Kinderkörper und versuchen, ihn in der Badewanne zu verbrennen. Eine Frage an seine eigene Tochter quält Victorias Opa. Warum? Warum nur hat sie diese Menschen in ihr Haus gelassen? Der Grund? Die Mutter wollte ihre eigenen, abscheulichen Bedürfnisse befriedigen. Während der Ermittlungen ergeben sich entsetzliche Details. Es war nicht der erste Missbrauch, den die kleine Victoria ertragen musste. Schon vorher hatte die Mutter ihre Tochter fremden Männern zum Sex verkauft. Die Bedingung, sie selbst schaut dabei zu. Wir hätten niemals gedacht, dass unsere Tochter jemand ist, der zu so etwas fähig ist. Wenn die Beweise für ihre Tat sprechen und sie schuldig gesprochen wird, dann verdient sie es, bestraft zu werden. Beweise für die bestialische Tat der drei gibt es genug. Nachbarn hören die Schreie des Mädchens und rufen die Polizei. Doch das mörderische Trio versucht aus dem Haus zu flüchten. Noch vor Ort werden sie festgenommen, aber statt die Tat zu gestehen, lügen sie und schieben sich gegenseitig die Schuld zu. Ich habe alles getan, um die Kleine und ihre Mutter zu schützen. Aber was ist dann passiert? Warum ist die Kleine tot? Weil meine Cousine sie tötete. Ein Kind, übelst missbraucht und getötet, in den sichersten vier Wänden, die es haben kann. Ein Polizist beschreibt die Täter als animalische Bestien. Und jetzt plädieren alle drei vor Gericht auf nicht schuldig. Ein Schlag ins Gesicht für alle, die um Gerechtigkeit für die kleine Victoria kämpfen. Warum Victoria nie etwas sagte? Sie liebte ihre Mutter, sie wollte sie nicht in Schwierigkeiten bringen. Hunderte Menschen kommen zusammen. Sie erweisen der kleinen Victoria die letzte Ehre. Mit einem großen Fest, mit vielen bunten Luftballons, erinnern sie an das lebensfrohe 10-jährige Mädchen. Ihre grausame Mutter und deren Freunde müssen sich jetzt wegen Mordes vor Gericht verantworten. Ihnen droht, wegen der schrecklichen Taten an dem jungen Mädchen, lebenslang Gefängnis. Und das heißt in Amerika wirklich für den Rest ihres Lebens.